Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Und zwar, ich bin hier am Steinkreis. Wir wollten ja die Mission bei Fripp an sich weitermachen. Ja, ich hoffe, dass das hier jetzt passt, weil wir haben ja das letzte Mal bei Fripp selbst aufgehört. Uns fehlt ja noch die Reise nach Pandoria, denn die Quest danach mit Evergrey, so hieß der Freak, glaube ich. Die ist ja schon verfügbar. Ich sag mal, das wird jetzt hier eine kleine Aufnahmesession. Ich werde immer so nach ungefähr, ja, so ungefähr eine Viertelstunde immer so einen Cut machen und das in die Folgen aufteilen, weil ich komme leider Gottes nur heute zum Aufnehmen und bevor es wieder überhaupt nichts gibt, machen wir hier einfach mal weiter. Was mich jetzt zusätzlich noch ärgert, ich spiele jetzt gerade an dem Wochenende, wo dieses Spezial Starcoins Lifetime-Angebot irgendwas ist. Muss ich sagen, das ärgert mich ein bisschen, dass ich mir das nicht holen kann, um eben endlich mal mit Star Stable in New Adventure starten zu können. Aber Real Life hat nun mal Vorrang. Es hat auch, ich habe es schon in der News erzählt, es hat auch damit zu tun, dass aktuell ziemlich viele Tierarztkosten auf mich zukommen, aufgrund meines alten Opis im Stall, sag ich mal. Der hat ja auch schon seine Wehwehchen. Und mir ist es wichtiger, dass es ihm gut geht, denn die anderen Dinge kann man aufschieben. Und Gesundheit und Real Life geht eben vor. So, da wir das nun abgeklärt haben, machen wir hier... Wow! What the fuck was that? Wir machen hier bei Fripp weiter. Jetzt können wir das Portal öffnen, mit dem du zum Tal des verborgenen Dinosauriers gelangst. Platziere den Portalstein einfach in der Säule dort, wenn du so bereit bist. Soweit bereit bist. Ja. Und ich muss dich warnen, kein normales Pferd kann die Portale durchschreiten. Nur Amethyst Angel und die Wächter, die dort überleben können. What? Okay. Amethyst Angel haben wir ja mit dabei. Lena, vielleicht solltest du Otto begleiten. Dein Wissen über die dwarfischen Mythen könnte sich als nützlich erweisen, im Falle unvorhergesehener Komplikationen. Fripp, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn ich es mal anmerken darf. Eine Abkürzung zum Schnee. Let's do this. Let's roll, wie man so schön sagt. So, dann setzen wir das Steinchen hier mal ein. Du musst natürlich absteigen, den scheiß Stein. Also, ich steig von deinem scheiß Pferd ab. Ja, ich mag schon. Ja. Funke, Funke, Steinchen, Steinchen, Funke. Wow, und das Tor ist auf. Oh, Trip. So viel Grün. Das ist ja unglaublich, Atom. Ich habe viel über magische Portale gelesen, aber eines selbst zu sehen? Keine Zeit für Trödelei. Wir sehen uns am Ende des Tunnels. Und du ridest sie einfach so drauf los, ohne auf uns zu warten. Mein Pferd so, kann ich die Steine anjagen? I don't think so. Ja. Wir machen einfach mal. So. Machen wir mal Düse hier. Hui. Bam. Zeit und Raum entfalten sich. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Na komm. Kommen wir da direkt nach Pandoria oder... Wow! What the fuck was that? Wo sind wir? Oh Gott. Die Magie ist hier stark. Kannst du sie spüren, Otto? Sie ist nicht zu übersehen. Guck dir das mal an hier. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Folgen wir dem Pfad und finden wir heraus, wohin er führt. Reite vorsichtig und bleib wachsam. I do this. Sekunde, I must sneeze. Gott, mein Vater kann nicht niesen, hey. Nun gut. Vorsicht, Pferd. Wow. Hui. It looks very interesting. Das lila Gras. Können wir das mitnehmen? So mal so fette pandorische Steine einstreifen. Also ich denke zumindest, dass das schon eine Art Pandoria ist, oder? Was passiert eigentlich, wenn die... Hui! Wow! Epileptischer Anfall appears. Nun gut. Hui! Wah. Was machen die? Can I touch this? Wah. Okay, no, 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 I don't can't touch this. Well. Da mal irgendwelche spuckenden Blumen, wollte ich jetzt schon sagen. Wow. Looks so creepy.
Ah! Gott, ah! Pferd! Machen wir die Musik ein bisschen lauter. Damit man da auch was davon hört. No. So. Ah! Ja, Pferd, du hast es voll drauf, echt. Okay, einmal hier rum. Hui! So, da durchgaloppiert. Ah! Ja, Pferd, scheiß die an, echt. Scheiß dich in deine scheiß irgendwas. Sorry. Hui! So. Kommt da irgendwie ja dahinter? Mach es jetzt einfach mal anders. Blub. Ui. Eine Abkürzung zum Schnee. Und wir sind im Dino-Tal. Ah, da ist das Portal. Wie großartig, Autumn. Wir sind im Tal des verborgenen Dinosauriers. Allein der Gedanke, dass die Druiden diese Kräfte schon vor hunderten von Jahren ins Leben riefen, während unsere Technologie erst vor dem kurzen Autos und Flugzeugen bescherte. Während unsere Technologie uns erst vor kurzem Autos und Flugzeuge bescherte. So, wer lesen kann, ist kein Vorteil. Wir müssen noch so viel lernen. Ja, Linda, wenn du das sagst. Also, Kammer des Steinmetzes, ja? Es wäre nett von Flip gewesen, uns ein paar mehr Einzelheiten mitzuteilen. Oh, ich spüre etwas. Eine starke Magie. Folge mir. Na gut, dann geh du mal voran, Linda. Und natürlich rennt sie weg. Was auch sonst. Und Amethyst Angel und ihr und ich, wir klappern da mit den Zähnen vor Angst. Vor Kälte. Natürlich vor Kälte. Nicht vor Angst. So ein Schwachsinn. Als ob Amethyst Angel und ich vor Angst. Ja. Großmal Artum ist wieder unterwegs. Oder keine Ahnung, Großmal Artum Akariko oder. Na gut, lass mal das. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Irgendwo da vorne. Ah nein, ich glaube, das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. Das war der falsche Weg. I hate it so much. No! Ich glaube, ich hänge fest. Nein, ich glaube, ich hänge fest. Das war, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Ich glaube, ich muss mich kurz abholen lassen. Fuck! Ach ja, wir sehen uns dann gleich beim Portal wieder. Da ich Genie, wie hier wahrscheinlich nicht rauskommen wäre. Nein. Na gut. Ich lasse mich kurz abholen. Wir sehen uns gleich beim Portal wieder. So, da wären wir wieder am Portal. Wir vergessen einfach, was gerade passiert ist. So. Jetzt muss ich aber wieder zu Linda finden. Ohne dort die Klippe runterzustürzen. In den Tod. In den unabdingbaren Tod. Weil wir dort unten festhängen. Stelle. Oh. Fucking wo? Da? Ja, da. Sorry. Ich wollte seit Ewigkeiten hier eigentlich immer weitermachen. Eigentlich wollte ich jetzt sogar Videos draus machen, aber. Hä? Ja, man kommt ja wieder mal zu nichts. So. Da, mal draufhauen, bitte. Was drin? Wuhu, rot! Perfekt. So. Ah. Ich geh einfach mal hier lang. In der Hoffnung, dass das der richtige Weg ist. Ja, hier sind irgendwie ziemlich viele Spieler. Kann es irgendwie sein, dass das da weitergeht? Dass wir irgendwie das alte Portal nochmal öffnen oder so? I don't know. Ich würde sagen, I don't care, aber das stimmt ja nicht. So. Linda! Sorry. Ah,
Und da ist sie. Dies ist der Ort, der mich rief. Ach nee, und dass ich um Hilfe gerufen habe, das hast du nicht gehört. Aber ich sehe hier nichts, dass es nach einer Druidenkammer aussieht. Du vielleicht? Steigen wir halt mal ab von diesem Horst. Ja, Horst driftet. Kein Wunder, dass Fripp mich entsandt hat. Die Magie schöpft ihre Kraft aus dem Mondkreis. Unter anderem macht sich der Mondkreis möglich, Illusionen zu erschaffen. Der Eingang zur Kammer muss also versteckt worden sein, um ihn geheim zu halten. Hier, Ortum, hilf mir mal. Wenn wir unsere Magiekräfte vereinen, sollten wir die Illusion aufheben können. Okay. Dann mal rangraben. So, und jetzt mal den Stecken reinhauen. Bam! Und offen ist die fucking Tür. Wir haben es geschafft, Artem. Auf geht's. Hoffentlich hast du keine Angst im Dunkeln. Mami. Okay, so dunkel ist es ganz. Unglaublich. Dieses Gebäude scheint so alt wie die Ruinen zu sein, die ich in Kirby gefunden habe. Aber sie sind viel besser erhalten. Autumn, geht es nur mich? Kommt es mir? Geht es nur mir so oder kommt dir auch so vor, als würden wir beobachtet werden? Dieser Ort fühlt sich so kalt an wie ein Grab. Aber irgendetwas sagt mir, dass es nicht verlassen ist. Könntest du vielleicht vorangehen? Ich bin direkt hinter dir. Ja, natürlich. Ui. Eine Kammer. Erstmal voll über die Reliquien latschen. Bäm, und plötzlich ist sie da. Ich will diese Teleportkräfte auch haben. Wow! Magnus Steiner. Wer wagt es, diese heiligen Kammern zu stören? Nicht ich, nicht ich. Erkläre, warum du hier bist. Ihr seht nicht wie Druiden aus. Ihr seid viel zu jung und mutig. Was wollt ihr in der Kammer des Steinmetzes? Bitte vergib uns die Störung, edler Geist. Wir sind im Auftrag der Bewahrer Edens hier. Wir suchen einen Portalstein, um die heiligen Pfade nach Pandoria zu öffnen. Ein Portalstein nach Pandoria also? Dies ist kein kleines Anliegen. Bitte, das Leben unserer Freundin hängt davon ab. Fripp sagte, wir könnten den Portalstein hier finden. Ihr müsst uns helfen. Ich diene dem Nagetier nicht. Ich habe meinen Eid jemandem geschworen, der viel wichtiger ist. Tonjal höchstpersönlich. Wenn ihr den Portalstein ausleihen wollt, müsst ihr es beweisen, dass ihr Tonjals Weg würdig seid. Auf dem Boden vor mir liegt die königliche Siegel von Tonjals. Findet die vielen Teile und setzt sie hier zusammen, um das Siegel wiederherzustellen. Klingt einfach genug. Nun gut, wir nehmen eure Herausforderung an. Ja, was im Endeffekt wieder dort enden wird, dass du rumstehst. Oh. Dass du rumstehst und, ich dieses scheiß Dingers suchen gehen kann. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja? Machen wir das so? Okay. So. Wollen wir den ersten Stein? Ja, befindet sich kein Teil. Gehen wir jetzt mal hier lang. So. Steini, 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 Steini. Wuhu! Steini! Ah! Meins? Steini, 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 Steini. Ist nix. Okay. Steini, 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 Steini. Komm her, Steini. Ja, sorry. So, da haben wir nichts. Aber können wir da den ersten schon einsetzen? Bang. Dong. Vielleicht nur ein bisschen auffälliger. Dong. So, haben wir da irgendwas? Hier ist, ich suche woanders. Okay, ich irre hier im Kreis. Ich irre hier im Kreis. Oh. Ich irre nicht im Kreis. Ich irre nicht. Bam. Erstmal vor gegen die Wand. So. Wir irren weiter. Wir irren weiter. Wir irren weiter. Each. Okay, da ist nichts. Okay, each. Oh. Okay. Das war jetzt einfach als gedacht. So, jetzt muss ich noch zurückfinden. Die Tür ist zu. Die ist auf. Wow, ich habe auf ihren Hieb zurückgefunden. Wie geil ist das denn? So. Erstmal einsetzen. Nee, das war das Falsche. Das hier. Dong. Das nächste.
Achtung! Steinprüfung bestanden. So. Hey, Herr Magnus, wir sind fertig. Das Siegel scheint wiederhergestellt zu sein. Vielleicht war dies gar nicht so eine schwere Prüfung. Ich stehe als Druide jedoch zu meinem Wort. Na gut, ihr seid würdig. Du suchst also den Pissoir-Stein nach Pandoria. Genau den suchen wir. Moment, warte. Nein, nicht den Pissoir-Stein, nicht den Pissoir-Stein. Der Portalstein, den du suchst, habe ich selbst gemeißelt. Ich bin Magnus Steiner, Steinmetz des wahren Königs. Genial. Ihr meint, ihr seid einer der ersten Siedler Trevics? Ei, ich war auf Jonjas eigenem Schiff. Ich meißelte den Stein, der zum Fundament eines Schlosses wurde. Aber in der Kammer bewahre ich meine größten Errungenschaften auf, die Portalsteine. Im Stein dieses Ortes finde ich Geheimnisse meiner Macht. Mit einer Macht, die alles zuvor Gesehene übersteigt. Macht, wie sie den alten Göttern und Heldensagen beschrieben wird, die man seinen Kindern erzählt. Magie! Mit dem richtigen Händchen kann man Steine anfertigen, um an weit, weit entfernte Orte, um mit weit, weit entfernten Orten zu kommunizieren. Der Typ hat da so ganz leichte Redenstörung, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Also, über die Insel hinweg. Oder über die Welten hinweg. Wir haben einen dieser Portalsteine benutzt, um hierher zu kommen. Es war unglaublich. Natürlich war es das. Ich habe ihn doch hergestellt. Überhaupt nicht eitel. Entschuldigt. Überhaupt nichts eitel, der Typ, gell? Hört auf mit der Schleimerei. Ich hab doch gesagt, ihr seid würdig. Ihr könnt den Portalstein jetzt an euch nehmen.